Simone Kowalski glänzte nach ihrem Sieg bei Germany's Next Topmodel 2019 nicht etwa mit zahlreichen Modeljobs und öffentlichen Auftritten, sondern vielmehr mit Abwesenheit. Nun verriet Günther Klum, bei dessen Agentur 1Fab Simi unter Vertrag steht, gegenüber der Bild, wie die Zukunftspläne für die GNTM-Gewinnerin aussehen. In den Monaten nach ihrem Sieg ist es in den sozialen Netzwerken ruhig um sie geworden, da sie bedauerlicherweise gesundheitliche Probleme hatte. Für das Jahr 2020 hat sie sich vorgenommen, mit neuer Kraft durchzustarten. Ihr Instagram-Account markiert diesen Neustart und wir sind alle zuversichtlich, dass dieser gelingen wird. Zudem erzählte der Vater von Supermodel Heidi Klum, dass die 22-Jährige derzeit einen Angestelltenvertrag habe, demnach bezieht sie monatliches Gehalt, egal ob sie arbeitet oder nicht. Auf Instagram löschte Simone erst kürzlich fast alle Bilder und postete seither nichts Neues. Fans des Models können aber dank ihrer Instagram-Stories stets sehen, was sie macht und wie es ihr geht. Hoffentlich gibt's 2020 wirklich mehr positive Schlagzeilen rund um die Karriere und Gesundheit von Simi. Wir drücken die Daumen.